ist Opel Manta i200, war es mal umgebaut auf ein Manta 400 nach dem Stil der Gruppe A von der Firma Feldmann. War hier das sogenannte Nullfahrzeug. Ein Nullfahrzeug wird immer vor dem ersten Teilnehmerfahrzeug, auch bei richtigen Rallyes, und guckt halt, ob die Strecke frei ist. Vielen Dank. 2,7 Liter, zeig ich mal. Alles klar. 80 aber mit einem 125er Motor drin. Er weiß natürlich warum. Joachim Schramm und Olga Dreher wurde sogar in der Klasse 5 2017 Erster und 16 und 15 auch. Ich glaube, ist der einzige Rollerfahrer, der hier mitfährt. Ja, vielen Dank. Joachim, war schön vorhin die Ehrenrunde vorne am Platz. Gut, bis dahin. Danke, ciao. Tschüss. So, ja, Coupé, aber der japanische Name ist Ezuhachi oder Ezuhachi. Gut, bei Hachi wird man. Also war ein sehr erfolgreiches Modell, ist 3 Jahre in Deutschland, also nachdem es 3 Jahre angelaufen ist, wurden über 1200 Modelle verkauft. Hat nur 67 PS aus 800 Kubik, aber die hat dabei 7850 Umdrehungen. Also wie bei Honda auch heute noch Drehzahlmotoren, hat 4 Cayenne-Vergaser, horizontal liegen, gut, das sind ein paar Details. Also der Motor hat aus 800 Kubik im Grunde wie bei den Motorrädern sehr viel rausgeholt. Und das Auto hat Heckantrieb. Insofern, ich weiß nicht, beim Driften, ich glaube, der dreht sich schnell ein, weil er so kurz ist. Ne? Ne? Kann man sauber mit driften? Hier jetzt nicht zeigen. Aber schön auch mit der gelben Kleidung innen drin. Geht bis runter, ja? Auch gelbe Wäsche so, okay, gelb. Socken meinte ich, Socken. Also vielen Dank, aber das Glasdach war nicht sehr mäßig. Aber wurde zu heiß da drin, ne? Ja, ja, ist so schön. Alles klar. Ja, danke für die Teilnahme. Interessantes Auto. Achso, das war übrigens Peter Just und Silvia Rendel. Tschüss. Ach, 23. Mercedes-Benz 350 SLR 307, Bruno Sacco, der Designer. Michael Dausen und Kevin Dausen, was soll ich sagen? Bewertungsnote 2. Ja. Originale Erstausrüstung mit Originalbaunummern. Das nennt sich dann Matching Numbers. Sonderzubehör waren elektrische Fensterheber, Radio und elektrische Antenne. Geht die Antenne noch? Mama, das kennt man heute gar nicht mehr. Ne? Da hinten sowas raus. Und früher waren wir alle stolz, wenn wir sowas hatten. Ne? Und wenn das dann verharzt war, weil man das falsche Öl da dran gemacht hat und so, dann ging die nicht mehr raus. Ne? Eine Mittelarmlehme hat er, blaue Ledereinstattung, Barockfelgen, so heißt diese Felgenart, die man in der Zeit auf dem Mercedes gefahren hat. Und ein Windschutz, aber das gab es damals nicht. Ne? Das Windschutz hatten die früher nicht. Früher sollte man dann noch die Haare wehen lassen. Sieht man bei Ihnen, hat gut getan. Ne? Hier, vielen Dank für die Teilnahme. Weiterhin gute Fahrt. Ade, tschüsse. Au, 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 au. Ja, die haben wir heute schon lang gehört. Ihr habt die, oder oft gehört, ihr habt die Kinder spielen lassen. Nein, es ist kein Ford T-Modell. Es ist nicht die eiserne Blechliese, die Tin Lizzie. Es ist der Nachfolger, das Ford A-Modell. Baujahr 28, 40 PS, aber aus 3,2 Litern. Es ist ein Vierzylinder in Reihe, glaube ich, mit hängenden Ventilen oder stehenden? Mit stehenden, genau. Das ist das Besondere. Es war der Nachfolger der Tin Lizzie und dies ist ein 28er Baujahr. Die Kotflügel musste man in schwarz nehmen, ansonsten wurde das Auto nie in ganz schwarz gebaut, in allen möglichen Farben, wenn man mal im Internet guckt. Aber dieses Türkis ist toll, sieht ganz tolle Farbkombination auch mit den Weißwandreifen. Wolfgang Genter und Patrick Genter, Zweiter der Klasse 1 aus 2016. So, ja, tolles Auto. Vielen Dank, gute Fahrt weiterhin. Und dieses Vinyldach auch nicht schlecht. Dann ist das so ein dick und doof Auto, oder? Quasi. Ja, nee, die hatten die Tin Lizzie, aber tschüss. FA steht auch drauf, die 12. Und Panta Calista, glaube ich. Ja, die Frau Brandt beruhigt erstmal die Leute. Nein, das ist ein Ryska Regina. Was heißt das? Es ist ein Käferkitka. Im Grunde ist eine Käferkarosse darunter. Dann wurde in Holland, in Amsterdam, wurde dann eine Plastikkarosserie draufgesetzt. Und jetzt kommt die Geschichte. Vor 2 Jahren war ich in Haarlem, nicht bei Amsterdam.
hatte da so ein Apartment für ein langes Wochenende und kam mit dem Besitzer ins Gespräch. Ja, sagt er, früher war hier eine Werkstatt. Ich sage, was? Ja, da wurden die Rüsker-Buggys gebaut. So wie die Rüsker-Buggys. Ja, hier haben die die Karosserien gekürzt oder verlängert. Das heißt, in Haarlem, Vorort von Amsterdam, wurden die Karosserien in irgendeiner Hinterhofwerkstatt verlängert oder verkürzt. Denn im Grunde ist ja ein Käferunterbau. Ne? So. Hartmut Bohn, Benjamin Bohn. Es wurden 10 verschiedene Modelle gebaut. Dies ist der Rüsker Regina, also der lange quasi. Und kommt aus Amsterdam. VW-Motor, ja, sieht ja schon edel aus. Ne? Glaubt man nicht, dass da nur hinten der kleine Motor drunter sitzt. Ne? Und vorne ist viel Platz, oder? Riesen Kofferraum. Ja, super. Fand ich für die damalige Zeit toll. Ist ja die Zeit, wo auch die Buggys gebaut wurden, wo auch verschiedene Karossen auf die Käfer unter Boden kamen, weil da konnte man aufschrauben, Häuschen ab, neues Häuschen drauf. Super, ein Rüsker. Vielen Dank fürs Kommen. Aber ihr seid ja nicht aus Holland. Ihr könnt dort ziehen, Säge, hä? Louis, heuer.